Hallo, ich bin Luana von den Dogspotters und neben mir sitzt Kim Busch. Sie ist Programmkoordinatorin von Dog Leipzig und zudem ein Mitglied in der Auswahlkommission dieses Jahr. Hallo Kim, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Und ich fange an mit einer ein bisschen spezielleren Frage. Also stell dich schon mal drauf ein, wenn du drei Wörter hättest, um zu beschreiben, wie du dich gerade fühlst. Anhand eines Gegenstandes, eines Tiers oder einer Farbe. Und einer Farbe. Das ist viel zu komplex für mich. Wenn das zu komplex ist, dann machen wir nur einen Gegenstand, der gerade ein bisschen beschreibt, wie du dich fühlst. Ein Gegenstand. Also ich wünschte, ich wäre ein Kissen, aber ich bin eher so ein Nagelbrett gerade. Warum? Weil ich bin sehr müde, wir haben sehr viel Vorarbeit geleistet natürlich und wir hoffen, dass alles klappt. Dieses Jahr ist ja besonders, weil es ein Hybrid-Festival ist und wir machen viele Dinge, die wir so noch nie gemacht haben. Und deswegen bin ich gerade sehr angespannt, aber auch glücklich. Also ein glückliches Nagelbrett. Okay. Und was macht ein Dog Leipzig für dich so aus als Festival? Als Festival macht es für mich erstmal ganz interessante und viele wunderbare Perspektiven aus, die wir aus aller Welt bekommen, die man so sonst nicht kriegt. Und dann sind es in erster Linie für mich die Menschen. Zum einen die Menschen, mit denen ich arbeite und die Menschen, die normalerweise hier zum Festival kommen, die wir dieses Jahr online begrüßen dürfen. Und der Vibe, dieses Familiäre, was wir haben, dass alle irgendwie füreinander da sind und sich darauf freuen, eben tolle künstlerische Werke zu sehen. Und jetzt gibt es ja auch dieses Jahr ganz viele Neuerungen und wir haben mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Aber abseits von Corona hat sich ja auch beim Festival einiges so erneuert und verändert. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen reinholen, was jetzt so neu ist. Also ganz neu ist in diesem Jahr unser Festivaldirektor. Wir haben einen neuen Festivaldirektor, Christoph der Hechte, der seit Anfang des Jahres dabei ist, der mit vielen frischen Ideen ins Festival gekommen ist. Und dann haben wir auch prompt die Wettbewerbe umgestellt. Also wir haben in diesem Jahr erstmals einen Publikumswettbewerb, bei dem eine Publikumsjury über die Filme befindet. Das ist eine Neuerung, das hatten wir so noch nie. Wir haben auch eine neue Sektion namens Kamera Lucida. Dort werden so edgy Filme gezeigt, die so ein bisschen das Dokumentarfilmgenre hinterfragen, sozusagen. Das ist auch was Neues, was wir in diesem Jahr haben. Na gut, und dann durch Corona unfassbar viele neue Sachen. Das Festival findet auch online statt. Unsere Industry ist komplett online. Genau solche Dinge. Und dieser Publikumswettbewerb, was ist denn da die Idee dahinter oder warum habt ihr den jetzt reingebracht mit? Es war eigentlich eine Idee, die wir schon hatten, bevor wir wussten, was Corona für Auswirkungen für uns haben würde. Also das war wirklich im Januar, dass wir über diesen Wettbewerb gesprochen haben. Und für uns ist es eine Option, endlich mal das Publikum, was uns schon seit über 60 Jahren treu ist, mit ins Boot zu holen und zu sagen, ihr entscheidet, welche die besten Filme in diesem Wettbewerb sind. Das sind Filme, die sonst vielleicht in einem Programm, was bei uns normalerweise internationales Programm hieß, ein bisschen vielleicht hinten rübergefallen sind, vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit bekommen haben und jetzt eben durch die neue Jury und durch den neuen Wettbewerb wirklich die Glanzposition bekommen, die sie auch verdient haben. Morgen fängt es ja richtig an, das Festival. Wie sieht denn dann so ein Alltag bei dir aus? Das ist wahrscheinlich ganz viel Stress und ganz viel Gewusel. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie das so ist. Ja, also es ist interessant. Solange ich das schon mache, heute ist ein ganz besonderer Festivalmontag, weil ich gar nicht genau weiß, wie es weitergeht so mit den Hybrid-Sachen. Ich weiß, dass ich abends immer im Kino sein werde und Live-Q&As moderieren oder auch da assistieren werde. Also das heißt, wir haben Filmgespräche in den Kinos für die Filme des internationalen Wettbewerbs und dort streamen wir sozusagen die FilmemacherInnen auf die große Leinwand und sprechen mit denen, so wie wir das normalerweise in echt, in Fleisch und Blut sozusagen machen. Das weiß ich, dass ich das tun werde. Und was dann noch alles kommt, ich bin gespannt. Ist noch viel ungewiss. Genau. Okay. Und was macht denn dein Beruf so interessant für dich? Naja, also logischerweise erstmal die Filme überhaupt, dass man so viele Filme sehen kann. Wir sehen ja nicht nur die Filme, die wir auswählen, sondern eben auch alle, die uns erstmal eingereicht werden, da die Auswahl eben zu treffen. Zu meinem Beruf gehört es normalerweise auch, dass wir viel reisen, also auf viele verschiedene Festivals auf der ganzen Welt fliegen und dort Filme scouten, Filmemacher kennenlernen, auch teilweise Filmemacher sozusagen schulen darin, wie man im Festival sich bewegt, was eine gute Festivalstrategie ist. Und das sind so die spannendsten Aspekte, würde ich sagen. Aber auch
ein Programm zu bauen, sich in neue Systeme einzuarbeiten, Tools zu finden, mit denen man die Arbeit noch effizienter machen kann, zu versuchen, auch das Programm so zu gestalten, dass es für die Besucher und BesucherInnen besonders verstehbar ist. Das sind Aspekte, die ich total mag. Und da hast du jetzt auch schon angesprochen, dass du ja wahrscheinlich den Beruf jetzt schon seit 9 Jahren ausführst. Ja. Und das ist ja jetzt eine geraume Zeit, wo du dir wahrscheinlich etliche Filme schon angesehen hast. Was macht denn das mit deinem Blick auf die Welt? Wie verändert er sich über die Jahre? Oder hat sich vielleicht schon verändert? Ich glaube, dass ich Dinge mir mehr vorstellen kann, die ich vielleicht vorher gar nicht geahnt hätte, sozusagen. Also es ermöglicht schon den Blick in Welten, die man normalerweise nicht hat, auch nicht, wenn man reist. Also wenn man jetzt in andere Länder reist, hat man immer auch den Touristenblick zum Beispiel. Auch das Filmsehen an sich ändert sich natürlich. Also ich weiß, dass ich mittlerweile viel kritischer bin bei Filmen, dass ich viel mehr verstehe, wie verschiedene Mechanismen im Film funktionieren. Wo will der Filmemacher jetzt, dass ich Gefühle kriege? An welcher Stelle stellt er vielleicht kritische Fragen, ohne es direkt in die Kamera zu sagen? Das sind so Aspekte, die ich in den Jahren gelernt habe. Und da gibt es ja auch bestimmt so Themen, Aspekte immer wieder, die auftauchen. Und was waren, wenn du so einen Überblick schaffen würdest über die letzten Jahre, was waren so Themen, die immer wieder als Bereiche hochgekommen sind? Ich denke mal, erstmal die Umwälzungen der Welt. Also Politik, Geschichte, Kriege, gesellschaftliche Veränderungen. In den letzten Jahren just haben wir im Festival, aber auch in den Filmen eine Veränderung gesehen, was die Genderverteilung angeht. Also wir haben viel mehr Filme auch von Frauen oder auch von Menschen, die sich keinem Gender zugehörig fühlen zum Beispiel. Es geht immer wieder um Menschen, wie wir sind, wer wir sind, wie wir zueinander sind, was wir falsch machen, was wir richtig machen und was wir fühlen. Das ist das, worum es in erster Linie geht. Und gibt es da einen Film, der dir hängen geblieben ist, der sowas bei dir bewegt hat? Ja, also ein Film, der 2014 im internationalen Wettbewerb lief, der heißt Suddenly My Thoughts Hold von Jorge Pelicano. Und das ist ein Film, der spielt in Porto in einer Psychiatrie. Und die Patienten dort organisieren zusammen mit einem professionellen Schauspieler das 131. Jubiläum der Psychiatrie und führen dafür ein Theaterstück auf. Und dieser Film hat mich lange begleitet und berührt, weil er eben die Frage aufwirft, was ist eigentlich verrückt? Wer ist verrückt? Wo ziehen wir die Grenze? Und in dem Film merkt man eben auch, dass diese Menschen sich kaum unterscheiden von diesem Schauspieler, den wir dort zum Beispiel sehen, der zu den Normalen gehört. Und dann hatte ich mit diesem Film eine sehr interessante Begegnung. Und zwar war ich vor ein paar Jahren in Porto bei einem Dokumentarfilmfestival und habe in einer Pause bin ich auf den Flohmarkt gegangen. Und auf dem Flohmarkt laufe ich rum und plötzlich läuft ein Mann neben mir und ich denke, den kenne ich doch, den kenne ich. Und habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, woher ich den kenne. Und dann ist mir aufgefallen, der ist Protagonist in diesem Film. Und dann habe ich ihn angesprochen und er war total überrascht und dachte, er ist ein Filmstar. Irgendeine komische Frau aus Deutschland erkennt ihn. Hat mich eingeladen zur Psychiatrie und so weiter. Also das ist so das Interessante, dass ein Dokumentarfilm natürlich, dass alle echt sind und dass man die Menschen treffen kann. Genau. Gibt es dieses Jahr einen Film, der dich bewegt hat? Du hast ja wahrscheinlich alle gesehen, oder? Ja, also es gibt viele Filme, die mich bewegt haben. Ich glaube, ein kurzer Film, der mich wirklich nachhaltig bewegt und auch betroffen gemacht hat, ist Operation Moonbird. Das ist ein Film von Dustin Lohse. Und bei dem Film sehen wir ein Flugzeug der Seenotrettung, das versucht, Schiffe im Mittelmeer dazu zu bewegen, Geflüchtete aufzunehmen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, nach Europa zu kommen. Und das ist extrem heftig, extrem berührend und extrem wichtig, dass wir das sehen und auch wissen, was dort abgeht und uns auch dort einsetzen. Und also gibt es da noch Filme für uns Dogspotters, die du da empfehlen würdest? Ja, also wir haben einen Film, der beschäftigt sich mit dem Schulsystem in den USA, der heißt Bulletproof. Und der zeigt, was in den USA eigentlich abgeht im Sinne von Attentatbekämpfung. Also was wird alles aufgefahren, um SchülerInnen und das Personal in den Schulen zu sichern. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Film für jeden, aber gerade auch für Leute im Schulalter sozusagen interessant zu sehen, was da eigentlich abgeht. Cool. Danke, Kim. Danke dir. Es war sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Hier mit mir zu sitzen auf den Dogspotters. Vielleicht gibt es dann über diesen Filmtipp noch einen Blogbeitrag bei uns bei www.dog-spotters.de. Danke fürs Zuschalten.